Es wurden die Regularien etwas angezogen, weil der Rush auf die Golden Visa war sehr, sehr hoch. Ehepartner, die zusammen auf einem Title Deed draufstehen, müssen jetzt... Herzlich willkommen zurück, Daniel Gerofel hier auf meinem YouTube-Kanal und wir sind heute wieder mit unserer Anwältin Mariam Al-Sarafi von DGMA. Welcome back. Ein wichtiges Update-Video, denn es gibt Updates zum Thema Golden Visa. Ja. Wir sind sehr glücklich, dass wir mittlerweile zahlreichen Mandanten die Möglichkeit eröffnen konnten, ihre Golden Visa zu beantragen. Die sind glücklich mit ihren Golden Visa nach Hause gefahren und freuen sich, dass sie keinen großartigen Aufwand haben die nächsten 10 Jahre, um ein Visum in den VAE zu haben, durch ein einfaches Property Investment, worüber tatsächlich sehr, sehr viele sehr glücklich sind. Es wurden die Regularien etwas angezogen, weil der Rush auf die Golden Visa war sehr, sehr hoch. Also wir hatten ja schon ein Video dazu gemacht. Und da war es ja noch nicht ganz klar, wie wird es dann aussehen. Genau. Also inzwischen ist es klar und deshalb ist das Update-Video extrem wichtig, sich das nochmal anzuschauen, wenn einen das interessiert. Es wurde jetzt zum Beispiel, weil es gibt ja die Differenzierung zwischen deine Immobilie ist fertig und die Immobilie ist noch nicht fertig. Für die, die eine fertige Immobilie über 2 Millionen Dirham haben, ist es relativ einfach, das Visum zu beantragen, weil die einzigen Voraussetzungen sind Reisepasskopie, biometrisches Passbild, und der Title Deed, wo draufsteht, meine Immobilie ist mehr wert oder gerade 2 Millionen Dirham wert. Also 2 Millionen und ein Dirham mehr und das muss gar nachweisen. Nicht. 2 Millionen reichen. Also 2 Millionen reicht. Glatt okay. Reicht. Reicht auch schon. Aber 195 reicht halt nicht. Ne? Da also hat man einen Fall, ne? Der genau, 197 also bezahlt hat. 198, also wirklich 1,97, ganz knapp. Genau, aber es müssen wirklich 2 Millionen müssen auf diesen Title Deed draufstehen. Und auch ohne Steuern, ohne alles, das ist auch immer wichtig. Ja. Also es muss wirklich reiner Wert sein, der auf dem Title Deed draufsteht, ohne Steuern, ohne also Notargebühren. Trustees Office, das zählt da alles nicht rein. Da geht es nur um den reinen Immobilienwert. Und was wir ganz oft haben, das werden wir auch ganz oft gefragt, macht es denn zum Beispiel Sinn, dass ich mit meinem Ehepartner zusammen eine Immobilie kaufe? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Und das sehen wir gerade, und da kam jetzt auch das neueste Update, das ist am Freitag, also es ist wirklich brandneu. Ehepartner, die zusammen auf einem Title Deed draufstehen, müssen jetzt ab letzter Woche jeder 2 Millionen haben. Oh wow. Das heißt, es muss in der Gesamtschau 4 Millionen sein. Unter der Prämisse empfehlen wir, und das haben wir auch vorher schon gemacht, weil es einfach viel einfacher ist im Visa-Prozess, dass einer auf den Title Deed draufgeht, die 2 Millionen hat und dann den Ehepartner sponsern kann über den Nachweis des Eheverhältnisses durch die legalisierte Eheurkunde. Das ist aber immer noch möglich nach wie vor. Genau, das geht immer noch. Aber wenn halt beide auf dem Title Deed draufstehen, weil früher konnte man es auch so machen, dass man sich dann einen rausgepickt hat sozusagen, den hat man als Hauptsponsor genommen und der hat dann den Ehepartner auch gesponsert. Also es haben nie beide das Visum gleich auf Anhieb bekommen. Aber es ist einfach nur wichtig, dass die Leute halt verstehen, es macht jetzt schon den Unterschied, ob man alleine draufsteht oder ob man zu zweit draufsteht. Was für einen Grund gäbe es, zum Beispiel man kauft die Property zusammen mit der Frau und beide wollen Golden Visa? Das heißt, die Immobilie müsste wahrscheinlich 4 Millionen wert sein dann. Genau, dass sie auf Anhieb beide das Golden Visa und wenn einer draufsteht und beide wollen Golden Visa, was wäre es dann, was der Unterschied, ob es nötig macht, noch eine Immobilie zu kaufen für zwei? Oder dass der Frau die, der Mann die Frau sponsert? Ich glaube, das, ist spät abends. Das sind mehr so Befindlichkeiten am Ende des Tages, weil beide Wege führen nach Rom sozusagen. Und unter der Prämisse ist es halt eher ein zweistufiger Prozess, als dass es ein einstufiger Prozess ist von beide beantragen auf Anhieb des Golden Visa. Okay. Das ist halt auch das. Es sind nicht alle verheiratet. Wenn man mit jemandem zusammen kauft, zum Beispiel einer Lebenspartnerin oder einem Lebenspartner, da besteht kein Verwandtschaftsverhältnis, da besteht kein Eheverhältnis. Das heißt auch da, jeder muss 2 Millionen haben. Und da geht aber auch kein Sponsoring. Okay. Ja, weil das geht ja nur im Rahmen eines Verwandtschaftsverhältnisses oder eines Eheverhältnisses. Das heißt, da muss wirklich jeder die 2 Millionen schaffen. Okay, okay. Wie ist es mit Offplan? Offplan funktioniert tatsächlich auch sehr gut, unter der Voraussetzung auch 2 Millionen müssen faktisch bezahlt sein. Also 2 Millionen, die haben in Escrow beim Bauträger nachweislich. Nachweislich, ohne Steuern, auch da. Also es müssen und Okut auch ready wahrscheinlich. Okut muss ready sein, 2 Millionen, die haben bezahlt und diese Zahlung muss durch Statement of Accounts vom Bauträger nachgewiesen werden. Also es muss tatsächlich ein Kontoauszug vom Bauträger beigebracht werden, wo drauf steht, Herr Müller hat 2 Millionen Dirham an uns bezahlt. Haben wir da Erfahrungen mitgemacht in den letzten Wochen? Ja. Also wir haben sehr viele, Gott sei Dank, positive Erfahrungen gemacht, weil was wir machen, wir lassen uns die Sachen vorher schicken,
Weil dritte Voraussetzung ist, das Projekt muss mindestens 50% gebaut sein. Okay. Ja, das laut heißt, DLD-Report auf Dubai REST App einsehbar. Genau. Okay, so, das heißt, was wir machen, wir lassen uns die ganzen Dokumente schicken, wir gehen damit zum Land Department, wir lassen jemanden drüber schauen, ob auch, weil manchmal ist es ja auch eine Kombination an Projekten. Manchmal ist es ja nicht nur ein Projekt, manchmal ist es eine Kombination an Projekten. Manchmal ist es auch eine Villa, wo ein Plot Land mit dabei ist, da ist es auch nochmal anders. Das heißt, wir lassen uns das schicken, tragen es zum Dubai Land Department, die gucken sich das an, sagen ja oder nein und dann sagen wir dem Kunden Bescheid, du hör zu, du würdest approved werden, komm und mach dein Golden Visa. Also trotz aller standardisierten Regularien hast du trotzdem so ein bisschen Case to Case, wo wir erstmal drüber schauen müssen. Okay, genau. Wenn jetzt einer sagt, okay, mein Zahlungsplan sieht aber gar nicht vor, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die kostet 2,2 Millionen und mein Zahlungsplan sagt aber, ich zahle 50% bei der Übergabe, die jetzt in anderthalb Jahren hin ist. Ich möchte aber mein Visum direkt haben. Das heißt, du musst trotzdem 2 Millionen bezahlt haben, obwohl dein Zahlungsplan eigentlich was ganz anderes sagt. Okay. Genau. Das ist dann halt eigenes Risiko, ob man in Vorleistung gehen möchte und auch darauf vertraut, dass die 50% der Fertigstellung dann in der Zeit erreicht werden. Und wie problematisch ist es gewesen, die Visa-Prozesse jetzt anzuschieben? So, das am Anfang hat es ein bisschen geholpert, weil die Authorities einfach überfordert gewesen sind. Mhm. Weil es waren unglaublich viele Leute, weil wir haben ja mehrere Gruppen von Menschen, für die das interessant ist. Wir haben ganz viele, die leben hier seit 10, 15, 20 Jahren und die haben ihre Häuser und sagen, ich möchte endlich unabhängig werden und mache das jetzt über mein Golden Visa. Das war so die erste Rush-Gruppe, weil die sind schon hier. Mhm. Für die war der Weg zur Authority etwas kürzer sozusagen. Und dann haben wir die andere Gruppe, die Investoren, die natürlich sagen, okay, das war vorher gar nicht so auf dem Radar, ne? Gerade diese Off-Plan-Möglichkeit, die sich für viele eröffnet hat. Mhm. Das heißt, auch da, es war eine unglaublich große Gruppe an Menschen, die auf einmal entschieden hat, okay, jetzt. Und da kam erstmal so eine Flut an Anträgen, die das Dubai Land Department so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Es hat sich dann aber relativ schnell reguliert. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bestimmte Prozesse auch so pushen können, dass wir normalerweise in 7 Werktagen damit durch sind. Oh, wow. Aber 7 Werktage, also circa 1,5 Wochen? Genau. Oder? So, weil, das muss man halt auch wissen, das ist kein Prozess, der gestartet werden kann, wenn der Kunde noch in Deutschland ist. Der Kunde muss hier sein. Genau, das heißt, was wir machen, wir terminieren mit dem Kunden ganz genau. Ich lande am so und so vielten um so und so viel Uhr. Das heißt, wir wissen, eine Stunde später können wir den Antrag stellen. Mhm. Der liegt dann schon in der entsprechenden Behörde. Der wird in dem Moment bezahlt und dann fangen die an, daran zu arbeiten. Okay. Ja, dass wir wirklich wissen, okay, weil wir möchten die Leute nicht zwingend 2 Wochen hier behalten müssen. Ja. Ja, und wir wissen, dass wenn wir vorher die Approvals geholt haben, das ist halt auch immer wichtig, wenn wir in den Off-Plan-Sachen sind und vorher auch die. Deswegen, wir schicken auch ganz viele Fotos zum Beispiel zu den Kunden zurück, weil wir sagen, du, das passt von den Biometrics, wird das mit der Emirates-ID nicht hinhauen. Mhm. Und wenn ich da irgendwo hängen bleibe, habe ich schon mal einen halben Tag verloren. Deswegen sind wir sehr diligent in dem Einsammeln von Dokumenten, bevor es überhaupt losgeht. Genau geplant, also in meinem Kalender steht dann immer drin, heute kommt der und der und dann wird der und der Antrag gestellt, dass wir dann sofort anfangen können und keine Zeit verschwenden. Und dann hat der Kunde ungefähr so 3-4 Tage, da passiert auf seiner Seite erstmal nichts, weil da wird einfach der Prozess gestartet, dann kommt, also der Application wird gemacht, dann kommt der Status Change und dann geht es erst zur medizinischen Untersuchung und dann gibt es noch die Fingerprints für die Emirates ID. Das heißt, jeder, der es dafür interessiert, 14 Tage Urlaub einplanen in Dubai. Genau, das sind so circa 3-4 Termine mit uns. Zwei. Okay. Einmal für die medizinische Untersuchung, einmal Biometrics und Fingerabdrücke und Iris-Scan. Okay. Interesting. Der Grund für das Update-Video ist, weil Dubai funktioniert auch so ein bisschen, glaube ich. Das heißt, die announcen was, die releasen was. Und sagen dann, okay, mal schauen, was für Hindernisse wir dann along the way bekommen. Genau. Und dann werden die das Ganze Learning erzählt. By doing. Genau, das wird sich wahrscheinlich auch genauso mit der Steuer handhaben. Absolut. Wunderbar. Das ist die perfekte Brücke für das nächste Video. Denn du solltest diesem Kanal folgen, denn wir reden im nächsten Video über Steuern. Dass wir in den nächsten Tagen dann auch releasen werden auf diesem Kanal, denn wir haben eine 9% Körperschaftssteuer und das betrifft ganz, 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 ganz viele, wenn nicht sogar fast alle, auch die in der Free Zone. Mhm. Und darüber reden wir, oder darüber redet erstmal keiner und wir reden darüber sehr proaktiv und sehr diligent und weisen unsere Investoren darauf hin.
Und ja, vielen Dank, Mariam, für die Insights. Sehr gerne. Jeder, der sich für einen Golden Visa interessiert, sollte sich wahrscheinlich bei dir melden. Ja, bitte Termin buchen über unsere Webseite. Genau. Kostenloser Terminbuchungslink. Wir sprechen gerne mit jedem, weil, wie man sieht, es ist immer einzelfallabhängig. Genau. Also unten gerne einen kostenlosen Ersttermin mit Mariam buchen. Sie wird dann entsprechende Fragen stellen, schauen, ob das für dich passt oder nicht. Und dann starten wir den Prozess, wenn wir uns einig sind. Und dann bist du ein Golden Visa, 10 Jahre Residency Holder in Dubai, ohne alle 6 Monate über die Grenze treten zu müssen, etc. pp. Also, wunderbar. Update-Video, Golden Visa. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es ums Thema 9% Körperschaftssteuer in Dubai geht. See you there.